Hast du Zeit? Ich könnte Hilfe brauchen. Potato! Ja, natürlich. Was gibt's? Du wolltest mit mir sprechen? Stimmt. Hallo, ich bin Duncan Hobhouse. Ist mir ein Vergnügen. Ich habe schon von dir gehört. Du hast gegen Trolle und Drachen gekämpft. Freut mich zu hören. Ich habe schon ein paar Abenteuer erlebt. Ich hoffe, ich werde meinem Ruf gerecht. Dein Ruf eilt dir voraus und ich schätze, er entspricht der Wahrheit. Darum bist du genau die Person, die ich brauche. Naja, in Professor Hackets Unterricht haben wir gelernt, Irrwichte abzuwehren und... Also, meine hat leider die Form eines Knuddelmuffs angenommen. Hä? Du machst wohl Witze. Du kannst unmöglich Angst vor Knuddelmuffs haben. Du kannst es vielleicht nicht nachvollziehen, aber meine Erfahrungen mit ihnen waren erschütternd. Sie fressen nämlich Popel. Egal, wie gerechtfertigt meine Angst vor Knuddelmuffs auch sein mag, ich habe mittlerweile den Ruf, ein Feigling zu sein. Manche nennen mich sogar Dankuff Knuddelmuff. Das tut mir leid. Worte können echt wehtun. Danke. Poppy bietet ständig an, mir mit meiner Angst zu helfen, aber ich fühle mich nicht wohl dabei. Zu allem Überfluss habe ich dummerweise behauptet, dass ich mutiger wäre, als alle denken, da ich im verborgenen Kräuterkunde-Korridor war. Der verborgene Kräuterkunde-Korridor? Ja. Gerüchten zufolge hat der Kräuterkunde-Professor vor Professor Garlic dort gefährliche Pflanzen aufbewahrt. Angeblich ist er so überwuchert, dass sich niemand mehr hineintraut. Ich hatte gehofft, du könntest mir vielleicht einen Beweis dafür besorgen, dass ich, naja, dort war. Vielleicht ein Blatt von einer besonders gefährlichen Pflanze? So funktioniert das aber nicht. Ah, gut. Es ist aber... Was für Pflanzen erwarten mich im Kräuterkunde-Korridor? Wenn du selbst dorthin gehst? Keine Ahnung. Aber hast du gesehen, was für Pflanzen Professor Garlic hat? Wenn der vorherige Professor auch nur annähernd so war wie sie, sind sie sicher nicht ganz ungefährlich. Wie willst du was damit beweisen? Wen willst du damit bescheißen? Klingt spannend. Bescheißt du dich selbst? Ich helfe dir gern. Hervorragend. Das weiß ich zu schätzen. Komm zu mir, wenn du den Beweis hast. Ich stehe ewig in deiner Schuld. Und den geheimen Korridor will ich schon gern sehen. Verborgener Kräuterkunde-Korridor. Klingt spannend. Aha. Türen. Das ist hier aber gerade. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin. Könnten Sie mich an den Zweck meiner Aufgaben erinnern, Professor? Natürlich. Professor Weasley hat mich freundlich darum gebeten, Ihnen einige Aufgaben zu geben, damit Ihre Studien auch außerhalb des Klassenzimmers gedeihen. Wenn Sie alle abgeschlossen haben, kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen Flipendo beibringen kann. Professor Garlic ist verpackt. Schade, ich hätte mit ihr auch gerne mal über Sirona Ryan geredet. Das wäre vielleicht mal eine spannende Sache gewesen. Was Sirona Ryan. Oh, du bist es! Genau dich brauche ich! Nächste Sidequest. Samantha, ist alles in Ordnung? Nein, es geht um meinen Bruder William, von dem ich dir nach der Zauberkunstklasse erzählt habe. Er wurde verflucht. Er hat meine Warnungen ignoriert und liegt jetzt im erbärmlichen Zustand in St. Mungo.
Er hört mir einfach nie zu. Verzeihung. Wie wurde er genau verflucht? Oh, du wirst es nicht glauben, aber seine Füße haben sich in rote Rüben verwandelt. Er war einfach nur außer sich. Und ich erst. Unsere Kaninchen konnten gar nicht von ihm ablassen. Da erst ist er endlich ins Krankenhaus gegangen. Das tut mir so leid. Klingt nach einer ernsten Lage. Wie schön, dass du es verstehst. Alle anderen lachen nur, als wäre es ein Witz. Sie haben kein Mitgefühl. Naja, es ist schon ziemlich ungewöhnlich. Wie ist dein Bruder so geworden? Er ist selbst schuld! Ich erzählte ihm von Nachforschungen, die ich über unseren Vorfahren Marmaduke Dale angestellt habe. Und von meiner Entdeckung, dass Marmadukes Grab verflucht wurde. Er macht sich immer über meine Entdeckungen lustig. Diesmal hat er mich ausgelacht, sagte, ich hätte alles falsch interpretiert. Pff, als ob das möglich wäre. Um es zu beweisen, stieg er zum Eingang der Gruft hoch und puff, hatten sich seine Füße in Rüben verwandelt. Furchtbar. Deshalb bist du also so aufgebracht. Er braucht dringend Hilfe. Genau. Er mag ein Aufschneider sein, aber er ist immer noch mein Bruder. Niemand verdient es, ein solches Schicksal ewig zu ertragen. Ganz besonders nicht wegen eines einzigen dummen Fehlers. Ich mache mir große Sorgen, dass der Fluch vielleicht dauerhaft halten könnte. Kann man den Fluch nicht brechen? Vielleicht. Der Fluch geht auf ein Wappen zurück, das man Marmaduke gestohlen hat. Wenn man es auf seinen Sarkophag zurücklegen würde, könnte das Williams Füße vielleicht wiederherstellen. Du hast gegen Trolle in Hogsmeade gekämpft, bis einem Drachen entkommen. Und was ich von dir in Zauberkunst gesehen habe, zeigt, dass du eine fähige Hexe bist. Ein Wappen auf einen Sarkophag zu legen, sollte dir keine Mühe bereiten. Und? Hilfst du uns? Hashtag. Ist das wirklich sicher? Meine Füße sollen sich nicht in Rüben verwandeln. Oh, der Fluch betrifft nur Marmadukes Nachfahren. Das hat mein Bruder doch wohl mehr als bewiesen. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Wir sind nicht verwandt. Der Fluch kann dir nichts anhaben. Okay. Damit haben die Entwickler was verpasst. Warum ist dein Ahne denn so bekannt? Er hat die Eigenschaften verschiedener magischer Kräuter entdeckt und zahlreiche Pflanzenarten beschrieben. Die Welt der Zauberei verdankt ihm viel. Seine Arbeit hat nicht nur die Kräuterkunde, sondern auch die Trankbrauerei beeinflusst. Warum wurde Marmadukes Grab verflucht? Der Fluch geht auf einen Bruderzwist zwischen Graynham Dale und seinem jüngeren Bruder Marmaduke zurück. Marmaduke war ein gefeierter Kräuterkundler. Graynham missgönnte ihm seinen Erfolg. Geschwisterrivalität. Klingt, als würde es in der Familie liegen. Ich würde meinen Bruder nie absichtlich verfluchen, wie Graynham es getan hat. Als ihre Mutter starb, erhielt Marmaduke das wertvolle Familienwappen. Graynham fand, dass es eigentlich ihm als Ältestem zugestanden hätte. Als Marmaduke Jahre später starb, stahl Graynham es und verfluchte das Grab, damit niemand aus der Dale-Familie seiner gedenken konnte. Aha. Ich kann das Wappen zu Marmadukes Sarkophag bringen. Oh, danke. Vielen, vielen Dank. Geh einfach in die Gruft, wo Marmaduke zur Ruhe gebettet wurde, und leg das Wappen auf seinen Sarkophag. Soweit ich es herausfinden konnte, ist die Gruft seit Jahrhunderten verlassen. Es sollte nicht allzu schwer werden. Das Grab liegt östlich vom Dörfchen Brockborough. Danke für deine Hilfe. Meine Familie steht in... Meinem Bruder geht es gut an dir. Und er hört jetzt... Ich hatte schon gehofft, dass wir uns St. Mungo's bitte... Ich muss die Gruft bei Brockborough finden und Samantha... Es schien mir erstmal noch ein bisschen auf. Level 27 gut. Ich würde sagen. Wo wir schon mal hier sind. Auf den Sarkophag legen. Heute von dem Korridor.
Ach, das ist doch die Stelle, wo wir schon mal, wo wir gelandet sind und durch die Map gebackt sind. Ich bin gespannt, ob wir es diesmal schaffen. Ja, das führt mich leider genau dorthin. Ich habe Angst vor dieser Stelle. Oh, ein Schlüssel. Das ist ein Schrank. Oh, hier geht's runter. Diese Ranken sind so trocken, dass ein Funke sie entflammen würde. Incendio! Deswegen sind wir an der Stelle durchgefallen. Durch die Map, wo ja dann Raum drunter ist. Deswegen mache ich in diesem Spiel gerne Zeitquests. Das muss der Eingang zum verborgenen Kräuterkunde-Korridor sein. Teufelsschlinge. Die scheint im Dunkeln zu gedeihen. Mag vermutlich kein Licht. Man lernt immer wieder neue Orte von Hogwarts kennen, die sonst verborgen blieben. Wenn man die Zeitquests nicht annimmt. Quidditch-Schutzbude. Nochmal eine kleine Erinnerung daran, dass wir hier kein Quidditch spielen können in diesem Spiel. Lumos. Bah. Die Geräusche von den Schlingen. Incendio. Mit nur einem Stück dieser riesigen Venemosa Tentacula könnte Duncan wohl seinen Mut beweisen. Liebster Raum. Im Unterricht. Lumos. Ein bisschen Geld. Incendio. Lumos. Blatt einer riesigen Venemosa Tentacula. Ah ja. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Incendio.
gekühlt. Machen wir hier mal ein Talier rum. Wo sie mal unterrichtet. Lumos. Na dann. Dann haben wir jetzt noch zwei Quests abzugeben. Geht, dass ich das auch sammeln können. Nächstes Mal gießt er selbst. Kannst dir mal selbst deinen Mut beweisen. Ich andere darum bitten. Es gibt damit was an, was er nicht getan geleistet hat. Das ist doch auch. Wem hilft das denn jetzt? Hast du schon etwas, um meinen Mut zu beweisen? Hallo Duncan, ich habe den Beweis für dich. Das ist ein Blatt? Das war ja eine riesige Venemosa Tentacula. Das ist besser, als ich zu träumen gewagt hätte. Ich wusste, ich kann auf dich zählen. Danke, dass du mir das besorgt hast. Ich behalte das lieber. Na, ich weiß nicht. Ich habe nachgedacht, Dankhof Knuddelmuff. Ich behalte das lieber. Du musst deine Furcht überwinden. Das ist doch nicht dein Ernst. Wie furchtbar. Was soll ich denn jetzt tun? Ach, komm. Nur ein Scherz. Abgemacht ist abgemacht. Oh, was für eine Erleichterung. Wenn ich das heute Abend allen im Gemeinschaftsraum zeige, ist es vorbei mit Dankhof Knuddelmuff. Dann merkt Everett, wie lächerlich der Spitzname war. Danke nochmal. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich, nichts wird vorbei sein. Danke für deine Hilfe. Ach, der Arme. Mit Dankhof Knuddelmuff ist jetzt Schluss. Ja, jetzt hast du einen neuen Namen. Dankhof der Betrüger. Das wird nicht lange dauern, bis das aufliegt. Dann wird das Mobbing noch viel schlimmer. Der Arme. Das tut mir ja richtig leid. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das war. Einmal zum Astronomieturm und die andere Quest abgeben. Dann machen wir mal hier Familiengrufen machen wir dann beim nächsten Mal und Donnerstag in der Aufnahme weiter. Oh, hier können wir was machen. Das haben wir gar nicht als Outfit, das haben wir für sie zum Abgeben.
Hier studiert noch jemand nachts. Katze. Sophronia, alle Rätsel in der Halle von Herodiana sind gelöst. Unglaublich. Du hast Herodianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Natürlich. Aber nicht umsonst. Das war nicht leicht. Aber natürlich. Kein Problem. Ich zahle alles. Oh, wie prächtig. So majestätisch wie Herodiana selbst. Schön, die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Du bist fast so toll wie Herodiana. Das nehme ich mal als Kompliment. Als großes Kompliment. So, ich würde nochmal bei dem Hausmeister vorbeischauen. Wenn wir das jetzt auf die Schnelle noch finden. Und die Demigeist-Dinge abgeben. Und dann können wir nächstes Mal mit dem nächsten Quest weitermachen. Nachts durch kurz schleichen. Okay, ich glaube, ich weiß schon den Weg automatisch. So lange bin ich hier schon. Es sind ja schon einige Stunden hier. Unterwegs bin. Und langsam kennt man das Schloss. Man fühlt sich schon ziemlich zu Hause. Hier müsste gleich die große Halle sein. Hinter dieser Tür. Hier sind die Stundengläser. Da geht's runter nach Hufflepuff. Wir wollen aber nach oben. Oh, hier ist noch so ein Schlüssel doch. Na komm. Jetzt wo wir in der Nähe sind. Wo ist der goldene Schlüssel? Ihn doch. Ganz in der Nähe muss er sein. Ah, da haben wir ihn.
würde ich zwei Marken mitnehmen. Na? Wunderbar. Und die nächste. Aber eigentlich wollten wir mal... Hier wollten wir hin. Herr Moon. Hallo, Mr. Moon. Ich grüße Sie. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich wäre Ihnen jedoch sehr verbunden, wenn Sie noch ein paar mehr finden könnten. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen noch mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Das Bild hinter Ihnen. Katze. Ich kann aber nicht widerstehen. Du hast maßgeblich zu Duncans Ruf beigetragen. Ja, ich weiß. Der Arme. Hätte es behalten sollen. Ich habe mal jetzt 6 von 9. Wir werden definitiv mit dem Monden früher fertig als mit den Schlüsseln. Ich werde mir wahrscheinlich auch irgendwann mal keine Tutorial angucken und dann mal die Monde mal einsammeln, weil ich habe Bock an Humor zu lernen. Wenn Schlüssel sind, werde ich einfach finden, wenn ich sie finde. So dringend ist das dann auch nicht mit den Hausmarken. Alomora ist schon ziemlich praktisch. Dann auch auf der zweiten Stufe das zu können. Es sind einige Kisten, die uns so versperrt bleiben. Super. Ich mache Fortschritte mit diesen Marken. Sind schon 3. Gut. Dann hören wir mal wieder am Hafenraum auf. Jo, so sieht's aus. Ich würde mal sagen, wir haben heute einiges geschafft. Familiengruft und dann schauen wir mal, was wir noch so für Aufgaben kriegen. Unterwegs findet sich immer irgendwas. Irgendwo steht immer einer rum, der einen Auftrag für uns hat. Na dann.